Und jetzt wird es technisch hier bei uns, liebe Zuschauer. Also ich habe ja großen Respekt vor den Dingen, die man heutzutage so am Computer machen kann. Programmierer, Grafiker, das sind alles kleine Computerkünstler für mich. Und genau diese Menschen, die haben sich am Wochenende in Köln beim Kunstfestival eVogue getroffen und haben dort ihre neuen Produktionen vorgestellt. Und das Publikum konnte diese dann bewerten. Schauen Sie mal. Sogenannte Demos wie diese sind kleine Computerprogramme, die meist musikalisch unterlegte Echtzeitanimationen zeigen. Um solche technisch ausgefeilten Demos zu erschaffen, schließen sich Programmierer, Grafiker und andere Computerkünstler zu Gruppen zusammen. Am Wochenende trafen sich solche Demogruppen in den Abenteuerhallen Kalk, um sich auf der Szeneparty eVogue auszutauschen. Also der Reiz ist eigentlich, aus der Maschine rauszuholen, was die kann. Und das eben in einer gestalteten Form. Also dass es nicht einfach nur eine Tech-Demo ist, sondern dass es ein bisschen mehr ist. Dass es ästhetisch für sich stehen kann, dass man sich angucken kann, dass sie einen Unterhaltungswert hat eben auch. Die Demoszene entwickelte sich schon in den 80er Jahren und ist mittlerweile ein internationaler, etablierter Kreis innerhalb der Computerszene. Auf der eVogue, die vom Kölner Verein Digitale Kultur e.V. organisiert wird, trifft man sich seit 1997 jährlich, um in kurzer Zeit gemeinsam neue Demos zu kreieren. In der Demoszene ist es eigentlich ganz ähnlich wie zum Beispiel in der Graffiti-Szene. Es geht darum, dass man kreativ etwas erschafft, an dem man selber vor allen Dingen beim kreativen Prozess viel Freude hat, was aber auch anderen Menschen beim Zuschauen sehr viel Spaß macht. Und ähnlich wie es viele Kontroversen gibt, ist jetzt ein Graffiti eine wirkliche Kunstszene oder nicht? Ist es eher noch Underground? So ähnlich ist es auch in der Demoszene. Heute wird zwar vorwiegend auf dem PC programmiert, es kommen aber nach wie vor zahlreiche Plattformen zum Einsatz. Besonders bei älteren Systemen besteht die Herausforderung darin, die Technik auszureizen und das Maximum aus der beschränkten Hardware herauszuholen. Das verlangt Programmiertricks und ausgefeilte Algorithmen. So versteckt sich die eigentliche Kunst oft hinter der Kunst, zu erkennen nur für das Fachauge. Außenstehende hingegen genießen meist einfach nur das Ergebnis aus Pixel und Sounds, das sich irgendwo zwischen ästhetischer Gestaltung und technischem Know-how präsentiert. Ein Freund von mir sagt immer, es ist das beste Hobby, was man haben kann, weil man kriegt eben sehr viel positives Feedback. Man macht Dinge selber, die sind auch nicht so kompliziert, wie sie am Anfang aussehen. Man hat halt sofort Erfolgserlebnisse und Kontakte, kann sich mit anderen Leuten austauschen. Die Szene ist über Europa verteilt, es hat eine internationale Ebene. Man sieht andere Leute, wie andere Leute auch so unterwegs sind und so. Und das ist eigentlich sehr schön so in der Gesamtheit. Die eingeschworene Demoszene hat sich bis heute nicht kommerzialisieren lassen. Dass die eVogue dennoch im zeitlichen Umfeld der Gamescom stattfindet, ist durchaus gewollt. Beides ist inhaltlich recht nah aneinander. Man braucht dieselben Techniken, um ein Spiel zu programmieren, genauso wie für ein Demo, was man programmieren möchte. Von daher kommen viele Leute aus der ganzen Welt, Spieleentwickler, richtige Profis, Programmierer, Grafiker, Musiker, kommen in dieser Woche nach Köln und sie fangen an, indem sie auf die eVogue kommen und hier direkt mal kennenlernen, was die Demoszene macht. Mehr Infos über die Szene sowie Downloadlinks zu gesammelten Werken finden sich online unter www.digitalekultur.org.